Das geht. Was macht denn das Gefängnis? Um Idioten zu fangen. Ich geh kaputt. Also die Sache mit dem, die Tabakfabrik. Tabakpflanzen haben wir noch keine angebaut. Möbelfabrik. Einkaufszentrum. Achso, im Einkaufszentrum, genau, der Laden ist auch phänomenal. Der Kleveladen, oder wie der heißt. Genau, Kleve hieß der. Guck mal kurz nach, ob ich irgendwo Infos dazu finde. Bist du jetzt da hingekommen? Hier lang. Ich versuche das mal da zu begleiten. Wartungsarbeiten. Vielleicht brauchst du einen Wartungsklunk. Och, Mann. Ich muss jetzt immer den umdrehen. Das muss ich auch erst noch üben, wie das geht hier. So, machen wir erstmal das. So, Bombe, du gehst jetzt mal hier bauen. Und der geht mal. Na gut. Bombe kriegt das hin. Gebäude abreißen können wir. Ach guck mal, du kannst ja Bauauftrag machen. Ja, aber Gebäude abreißen hilft uns nicht. Oh. Jetzt bin ich runtergefallen. Okay, also Bauauftrag heißt, dass er dann einen Bausatz kaufen geht, ne? Das ist also auch nicht. Bauauftrag kannst du dein, das gibt's auch im normalen Standard-Klonk, damit kannst du deinem Klonk halt befehlen, ein Gebäude zu bauen. Genau, das habe ich gerade versucht, das war sinnlos. Vielleicht, also, ob das wirklich so ist, dass da jetzt oben, dass da jetzt. Nee, aber das Rindrad dreht sich ja. Ja, es macht nur keinen. Es macht nur keine Energie. Da ist was kaputt. Und dafür, dass es so teuer war? Ja, also das muss man ja irgendwie reparieren können. Sonst, also dieses Symbol hat ja wohl irgendeine Aussage. Info. Ich halt nur nicht auf welche. Und anfassen kann man es ja auch nicht. Oh. Okay, dann kaufen wir jetzt noch eine Photovoltaikanlage. Wir brauchen was anderes noch als Stromalternative. Ist ja auch interessant. Die kann man sich ja richtig. Die kann man sich ja richtig austoben hier. Ach, bin ich dämlich. Ach, das war mir so unnötig gerade. Ich habe einen Energiezähler bauen wollen. So, Stein brauchen wir nicht mehr. 10-mal Metall, 15-mal Alu. So, das heißt, Metall, da können wir hier sprengen gleich. Das nur in diesem blöden. Vielleicht braucht man einen eigenen Wartungsklonk für sowas. Vielleicht kann das nicht jede Figur machen, wa? Boah! Okay, also es gibt. Das Ding heißt Verschleiß. Manche Gebäude verschleißen mit der Zeit. Wenn das Gebäude komplett verschlissen ist, erscheint dieses Symbol. Durch eine Reparatur kann das Gebäude wieder instand gesetzt werden. Es steht aber nicht, wie man es repariert.
Ob du dafür einen Bausatz vielleicht brauchst? Hm, ja, mal gucken. Ansonsten, wenn ich das mit dem Abriss richtig verstanden habe, kriege ich die Ressourcen wieder. Dann baue ich es einmal ab und wieder auf. Okay, das würde also auch funktionieren. Okay. Hoffe ich. Sei dann, also kann natürlich sein, dass ein paar der Ressourcen verloren gehen beim Abreißen. Dann ist das doof. Aber das ist okay, weil Verschleiß ist ja das. Ne, dann muss man ja auch Altbaumaterial für benutzen, ist okay. Solange du nicht alles komplett neu erschaffen musst, das wäre natürlich dann fies, ne? Jetzt weiß ich, ob man über die Spielregeln Verschleiß reduzieren könnte. Vielleicht, aber das kann ich dir nicht sagen. Du kannst auf jeden Fall komplett aufbauen. Ich habe alle Ressourcen wiedergekriegt. Ah ja, super. Sehr cool. So, ich habe Kohle da unten reingebracht. Jetzt hole ich hier oben noch ein bisschen Eisen. Ist hier irgendwo eine Bombe? Na, da hängt eine, aber das ist sinnlos. Ich guck mal ganz kurz, ob du Bomben im Lager hast. Ah, es fährt der Fahrstuhl wieder. Super. Phänomenal. Das Windrad läuft. Zeit für Smog. Ach, guck mal hier. Meine Burg geht auch kaputt. Wir haben, das geht schon kaputt, bevor man was davon hat eigentlich. Das ist doch auch Käse. Ja, aber dieses Reparatursymbol, das kommt, weil da ein Blitz eingeschlagen ist oder ein Meteor oder sowas. Ach so. Das habe ich gar nicht gesehen und gar nicht mitgekriegt. Das funktioniert. Und das habe ich, also ich habe schon mehrfach hier Gebäude repariert. Das war kein Problem. Aber dieses Verschleißsymbol, irgendwie ist da was nicht ganz richtig. Und bis hier runter bist du schon durchgekramt. Ich geh mal kurz hoch. Ah, Steine ist sehr wichtig. Das kann man gut gebrauchen alles. Ja, also eigentlich wollte ich nur an das Gold hier hinten ran, aber klar. Wenn du vorhast, eine Stadt zu bauen. So, was brauchen wir jetzt noch? Ich brauche noch 5-mal Metall. Okay, das kriegen wir hin. Ist hier eine Bombe drin vielleicht sogar? Nee, Stein nur, Stein und Holz. Noch 5-mal Metall brauche ich. Ich sehe schon, gleich brennt hier wieder irgendwas ab. Okay, da ist ja Metall. Da brauche ich ja gar nicht sprengen. Hm, ja, das mit der Lore könnte ein bisschen kompliziert werden. Wenn du es nicht bis hoch kriegst, wa? Ach, genau, 4 habe ich. Ich komme halt einfach ein bisschen Kohle holen. Klonk 98, ich weiß nicht, ob du das siehst, ne? Aber die Lore hängt da an so einem einzelnen Pixel. Und verkantet sich da. Na, da ist noch ein so ein Pixel, dass es nicht genau gerade ist. Wenn es perfekt gerade wäre, wäre es kein Problem. Aber da ist halt noch ein so ein Pixel Überstand. Deswegen klappt das gerade nicht. Man kennt's. So, ja, also das ist Klonk-Mechanik 101. So, ich komme mal schnell bei dir unten noch ein bisschen Kohle mupsen. Du bist ja hier unten im Kohlebereich unterwegs. Ist das schlimm, wenn ich hier ein bisschen schräg angrabe? Der Fahrstuhl kann es ja. Ich werde mit dem Fahrstuhl sowieso bis auf den Boden. Mir kommt es so vor, als hättest du hier eine Öllache angegraben. Ja, mein Gott. Das brennen wir später ab oder so. Das ist ja Schwefel. Ja, das kannst du jetzt leider brennen, eigentlich, also, sobald du da so weit bist. Bombe rinn und gut ist. Viermal Kohle. So mit dem Bergarbeiterklonk, ne? Mit dem kannst du jetzt 10 Sachen im Inventar haben. Kriegst du den Nacht-Jump mit 10 Objekten hin. Das weiß ich gar nicht. Hast du probiert schon? Oh. Ja. Also, Ritter können ja bis zu 30 Pfeile in der Hand haben. Und 3 weitere Objekte, also mit 33 Objekten habe ich es auf jeden Fall schon mal gemacht. Okay. So, jetzt machen wir ganz kurz mal hier 5 Kohle noch rein.
So. Dann nehme ich noch Metall mit. Jetzt habe ich jetzt das Problem. Also, ich habe jetzt Steine und Metall hochgeliefert zum Hochhaus. Ey, wenn da jetzt nachher nichts bei rauskommt, wa? Das reicht eigentlich schon, das mehr brauche ich gar nicht. Den Energiezähler könnte man als nächstes auch bauen, weißt du das? Da können wir nämlich auch. Genau, das ist ja wie in der Realität im echten Leben. Alles selber nutzen, bloß nichts sinnlos an den Stadtwerker verschenken. So, noch 15 Aluminium, 10 Stahl, 10, 8 Stahl, 8 Glas. Ich guck mal ganz kurz, was Glas kostet. Falls man Glas kaufen kann. Ja, 8 Stahl, 8 Glas müsste ich jetzt kaufen. Boah, ich habe immer Angst, wenn das hier so wackelt, ne? Ja, das ist die Lava, die hier unten ausbricht. Die Materialphysik in Klonk war schon immer sehr rechenintensiv. Ja, das kann ich verstehen. Ich habe das mal versucht, für eine SPS-Sache, wollte ich das mal nachbauen. Da wollte ich eine Flüssigkeit nachbauen, indem ich kleine runde Gegenstände in Massen zusammenbringe. Da rechnet sich auch, also da rechnen sich die Geräte einfach kaputt, wa? Das ist ja so. Also die Simulation von Wasser ist bis heute nicht vollständig gelöst. Ja, so ist es. Also ich könnte jetzt ungeschliffene Rohstoffe kaufen. Das ist aber nicht, was wir brauchen. Mal ganz kurz mal gucken. Grünabfall, Kristall. Ey, wir werden da nicht etwa Glas herstellen müssen. Das wäre jetzt natürlich, also... Also das Aluminium und das Kupfer mussten wir auch herstellen. Glas dann bestimmt aus Sand. Kann man Sand kaufen? Sand kann man kaufen. Ja, Sand haben wir aber bestimmt auch hier. Brauchen wir nur ausgraben, oder? Ja, also wir können Erde ausgraben, aber keinen Sand. Ja, das stimmt. Kaufen, aber Sand ist nicht drin in der... Stein, Lehm, Gold, Erz, Schwefel... Sand, hier hinten, doch. Du hast recht. Dann mache ich es einfach mal. Ja, ich guck mal. Dann musst du jetzt wohl eine... Ja, was, eine Glasbrennerei, oder wie? Wo hast du... Du meinst dann... Ach, Kupfer, Aluminium... Ach, hör doch auf. Forschen. Hochofen für... Erzeugt aus Erzbrennmaterial und... Ach so, Chrom. Die Köhlerei erzeugt Kohle, Papierbude, Möbelfabrik. Glas. Ach, hör auf. Ein Hochofen für Glas. Dann musst du wohl ein Glasbrenner-Dings bauen. Hilft ja nichts. Du hast recht. Ach, immer diese Maus. So, dann komm erstmal da, geh erstmal da hoch. Die baue ich neben deiner Aluminiumbude einfach daneben, ja? Ist das okay für dich? Ja, klar. Also diese ganzen Hochofengebäude können da alle irgendwie in einer Reihe stehen, finde ich. Na, dann machen wir das mal. Wenn du jetzt irgendein Haus reparieren musst, wie viel Material braucht man denn da? Also bis jetzt hat es mich immer nur Geld gekostet. Ach so, na okay. Das ist ja dann nicht das große Problem momentan. Na dann. Kaufe mal einen Bausatz. Das ist ja krass. Dann kann er gleich weiter forschen und kann natürlich auch noch die Stahlfabrik erforschen. Hier haben wir Blei, oder wenn ich es richtig sehe, haben wir hier Blei, wa? Und etwas Silber. Erzeugt
aus Roh-, Silber- oder Goldbrennmaterial Edelmetallbarren, Blei- und Titanbrennstäbe, giftiges Abfall, Kupfer hast du doch schon. Wieso kann ich das nochmal erforschen? Das ist ja seltsam. Ja, wir haben keine gemeinsamen Bauchpläne. Ach, daran kann es liegen, okay. Edelmetall. Interessant, warte mal, wo ist denn jetzt hier Plutonium und Energie? Edelmetall? Salze? Hier können wir Wälder bauen. Papierfabrik, Möbelfabrik, Köhlerei, Stadion, Tabakfabrik, Hochofen für... Erzeugt aus Erz und Brennmaterial Chrom. Stahl? Wie kriege ich denn Stahl jetzt selber hin? Oder liege ich nur einfach falsch mit der Idee? Da habe ich das falsch gelesen. Blei? Fahrstuhl? Ausbildungszentrum? Vielleicht habe ich es auch gerade falsch gemacht. Warte mal, vielleicht brauchen wir gar nicht Stahl. Ich guck mal ganz schnell, was wir brauchen. Bombe hat jetzt hier Metall. Das muss nach da oben. Geh mal da hoch. Zack, so. Doch, 8-mal Stahl und 8-mal Glas braucht der. Ach. Also muss ich erstmal gucken. Glas baue ich erstmal jetzt in der Fabrik. So. Mit ein bisschen Abstand. Nicht, dass es das hier schief geht. Hochofen für... Aus Sand wird Glas hergestellt. 6-mal Stein, 3-mal Holz. Okay, das kriegt er ja hin.